Schon Goethe hat im Jahr 1819 in seiner letzten großen Gedichtesammlung mit dem Titel Westöstlicher Divan erkannt, dass Orient und Okzident einander brauchen, damit sie kulturell weiter existieren können. Das versuchen auch die Initiatoren des Festivals Hon Art. Meriam Cittak hat den Auftakt besucht. Farid Edrisyan lebt seit 2003 in Österreich. Nach seiner Matura in Teheran ist er nach Wien gekommen. Seit seinem 7. Lebensjahr spielt er Klavier und seit etwa 5 Jahren komponiert er auch für Klavier, Trommel, Geige und Gesang. Er hat immer wieder kleinere Auftritte in Wien. Sein Herz schlägt für Musik, Kunst und Kultur. Doch als Iraner in Österreich wird man kaum dazu befragt. Wenn ich sage, dass ich aus dem Iran bin, dann sind die ersten Fragen, ja, super, eure Präsident und so, was sagst du zu ihm oder zu dem Atomprogramm und so weiter. Und die sind halt die üblichsten Fragen. Oder halt, wie es den Frauen im Iran geht und solche Fragen. Natürlich interessiere man sich auch für die Politik des Herkunftslandes und nicht nur für die in Österreich, sagt Farid Edrisyan. Doch bei ihm überwiegt das Interesse an Kunst, Kultur und Musik. So entscheidet sich der Wirtschaftsinformatikstudent, zu Event- und Kunstmanagement zu wechseln. Er gründet seine eigene Eventagentur und ruft unabhängig von politischen oder religiösen Interessen ein Dialogfestival ins Leben. Das Festival soll für Interkulturalität und für den Abbau von Vorurteilen stehen und das künstlerische Flair Wiens erweitern. Ja, Honar ist die Verschmelzung von 2 Wörtern. Und zwar Honar auf Persisch bedeutet Kunst und Art auf Englisch. Die wurden verschmolzen zusammen und zeigt quasi die Philosophie, was hinter dem Festival steckt. Eben vielleicht Orient und Okzident mit näher zueinander zu bringen, das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich versuche halt die iranische Kunst mehr zugänglich zu machen, aber nicht nur als eine geschlossene Gesellschaft, sondern auch immer mit anderen Nationen zusammenzubringen. 2 Tage lang stellen hier an der Musikakademie Wien Künstlerinnen und Künstler österreichischer und iranischer Herkunft aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei bis hin zu Fotografie ihre Arbeiten aus. Ich habe nicht studiert, einfach so autodidaktisch selber gelernt, beigebracht. Ja. Und nachher hier gekommen, seit 2001 zum Studio. Also es freut mich, dass es bunt ist. Ich komme ja nicht aus... Also ursprünglich aus Kärnten und das gefällt mir in Wien auch deshalb so gut, weil es viele verschiedene Menschen gibt. Ja, ich glaube nach 32 Jahren in Wien, ich bin mehr unter der Österreicher bekannt als unter meine Landsleute. Der bekannte Regisseur Said Manafi verweist bei seiner Eröffnungsrede auf ähnliche Ziele der iranischen Künstler, die bereits nach 1955 ihren Verein gründeten. Doch heute sind die Herausforderungen gewachsen. Die österreichische Bevölkerung hat natürlich ein völlig anderes Bild von Iran, nämlich jene Bilder, was Medien präsentieren. Und diese junge Generation, diese jungen Künstler, eigentlich möchten ein anderes Bild von Iran präsentieren. Das Iran hat mehr zu bieten als Chador. Und Iran hat auch mehr zu bieten als diese offiziellen Bilder, was wir über Bildschirmen, Fernsehschirmen bekommen. Einen neuen Blickwinkel auf die iranische Welt und auf ihre vielfältige Kulturszene zu ermöglichen, ein multikulturelles Zusammentreffen, das sollen die Kennzeichen des Hon Art Festivals sein und gleichzeitig eine Brücke zwischen den Generationen mit iranischen Wurzeln schlagen. Für uns ist schön auch, dass wir eben mit jungen Künstlern gemeinsam was tun. Und das ist vor allem für mich persönlich sehr interessant. Ich finde es sehr gut. Also vor allem nach dem erschreckenden Wahlverhältnis finde ich es sehr gut, wenn Menschen verschiedener Herkunft und Lebensart zusammenfinden und feiern. Ja. Ich denke, das ist umso wichtiger. Ja. Oh,
Sängerin Shohra Ghiassi setzte sich intensiv mit klassischen Gesangsformen auseinander und erlernte die älteste überlieferte Gesangsform der iranischen Musiktradition. Die Veranstalter legten besonderen Wert auf die Vielfalt der Konzertabende. Das Ensemble Wien-Helsinki mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker ist ein Zeichen dafür, gegründet von Taha Abedian. Generationen- und Herkunftsübergreifendes soll das Honard-Festival in den Vordergrund stellen, helfen, die Kluft zwischen den hier aufgewachsenen Iranern und Iranerinnen und der emigrierten Generation zu überwinden. Womit viele Iraner, die hier aufgewachsen sind, nichts anfangen können, ist diese melancholische Welt, die in der iranischen oder persischen Kunst sich widerspiegelt. Das fällt vielen schwer, das nachzuvollziehen. Die Kompositionen von Mehrdad Pakbaz kleiden die Traditionen der persischen Musik in ein neues Gewand. Das Quartett, das wir zu viert spielen, ist auf Basis einer persischen Tonart namens Nawa. Komponiert wurde, dass er also genau nachtbezogen ist. Und heute ist ein guter Anlass, dass wir das am Nacht spielen. Ja, für mich ist es super interessant zu spielen mit Mehrdad. Also es ist spannend, weil man Dinge braucht, die man sonst. Es sind andere Anforderungen teilweise. Ich freue mich immer wieder, wenn solche Veranstaltungen stattfinden, wo man auch eine andere Verbindung herstellen kann. Und es ist irrsinnig interessant und spannend und es ist so eine alte Kultur, auch was die Musik betrifft. Und es macht halt, also es erweitert einfach irrsinnig den Horizont. Konzert von Mohsen Namjo, Iran's Dylan on the Lute, ist der Höhepunkt des Festivals. Der renommierte Liedermacher und Kenner der persischen Literatur kombiniert traditionelle iranische Musik mit westlichen Stilrichtungen und gesellschaftspolitisch kritischen Texten. Das Publikum ist begeistert. Honard 08 hat heuer seinen Auftakt und soll jährlich stattfinden. Es war wirklich ein Erfolg. Ich bin sehr froh. Liebe Zuschauer, das war Heimat von der Heimat für heute. Bis zum nächsten Sonntag. Alles Liebe.